Lauf, Ori, lauf! Ja, und da sind wir wieder mit Ori and the Will of the Wisps. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir haben den Kampfschein erfolgreich hinter uns gebracht und jetzt springen und singen und tanzen wir hier weiter durch das Tintenmoor. 50% haben wir vom Tintenmoor ja schon erfolgreich abgeschlossen. Und so, der Ton vom Spiel wäre vielleicht auch noch ganz nett. Welche des Sumpfmondes findet Kvolok? Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Kvolok. Vielleicht finden wir ja heute. Und wenn wir ihn nicht finden, ja, dann finden wir vielleicht ein paar andere schöne Überraschungen. Ja, so kennen wir das. Ori ist ja immer eine Überraschung. Gut, heißt die gerade. Ich bin ein bisschen zu groß hier im Bild. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Weil eigentlich ist ja Ori das Prostat hier. Und nicht der olle Panda. Ja. Also müssen wir den Weg wieder zurück. Also es gibt irgendwie anscheinend keine Abkürzung. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Und jetzt, ja, jetzt habe ich auch den Dreh raus, wie man auf diesem runden Ding da das Moos entlang kommt. Und jetzt noch schön über die, ja, wenn man es nicht ins Moos schafft, dann eben in die, dann eben in die Dornen. Aber ich habe das Gefühl, Ori ist bei Ori and the Will of the Wisps irgendwie viel robuster. Also in Ori 1 wären wir da schon lange draufgegangen bei den vielen Dornen. Aber hier geht es ein bisschen. Also, es ist zumindest mein Eindruck. Ja, ich kann mich auch irren. So, wir müssen jetzt den Weg da wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Absolut nicht. Deswegen gucke ich auch oft auf die Karte. Wir müssen anscheinend in diese Richtung da, weil da zeigt der Pfeil hin und auch das Fragezeichen. Ja, hier kann man mal kurz machen. Scheint hier. Ah, das ist gerade mal der Speicherpunkt, deswegen leuchtet hier das Auge auf und was das auch immer ist. Ja, gehen wir mal weiter. Ah, da ist jetzt schon wieder ein Gegner startbereit. Dann hau ich jetzt mal weg. Kommst du? Zack. Ein bisschen Münzen, ein bisschen Geld. Ja, Geisterlicht, das sind ja. Ah, Ori zeigt mal wieder schön ihre Artistentricks auf einer Probe stehen, auf dem Pfahl. Also Ori, ja, wenn es mit Kvolok nichts wird, dann gehst du eben in den Zirkus. Achso, wir müssen ja finden. Unser Eulen. So. Das war auch kein Problem. Jetzt haben wir nur noch einen Lebenspunkt. Ja, stabil. Ich denke mal, das sieht gut aus. Aber ein bisschen ratlos sind wir hier im Moment. Wo es jetzt weitergehen soll. Ja, ich habe es gewusst. Aber dafür haben wir jetzt wieder alle Lebenspunkte und sind an dem Punkt, also an dieser Stelle hier. Oh, da oben scheint es zu sein, wenn wir da schon an. Hey, das geht ja nur mit dieser neuen Fähigkeit. Also die, wo wir noch nicht haben. Ja, also ich schätze mal, da müssen wir diese blaue Laterne hier irgendwie anpeilen und dann so tschuk, tschuk, tschuk hoch mit diesem Wuchtpfeilsprung. Dings, jetzt sind wir wieder beim Schrein. Kampfschrein, den kann man übrigens anscheinend immer wieder besuchen. Die Frage ist immer wie oft, ob das vielleicht irgendwie dann einen Zusatzpunkt oder einen Zusatzerholungsschaft gibt, wenn man da vielleicht 3, 4, 5 oder so mal gewonnen hat. Hier scheint es irgendwie nicht weiterzugehen. Optisch ist Ori dann drauf. Also auch wenn man mal nicht weiterkommt, dann ist die Wiese immer einfach eine schöne Landschaft. Aber sieht man den Hintergrund an, das ist orange und dann der Grund, das ist halt irgendwie alles. Und ach, das ist so. Ja, das ist wirklich. Das ist ein Träumchen. Ja. Das ist echt ein Träumchen, das Spiel. Aber ja, vielleicht kann man da oben.
Nee, da ist auf jeden Fall so eine grüne Zwiebel. Vielleicht kann man da eben mal. Ich glaube, da oben, da ist eine graue Stelle. Vielleicht kommt man da jetzt mal. Ja, ah, toll. Ja, ich springe natürlich in die Dorne rein. Das ist ja klar, das ist Standard, das ist Vorschrift. An der Stelle muss auch das kann sein, irgendwelchen frustrierenden Stellen dann langweilen möchte, wenn ich irgendwie versuche, 10, 20, 30 Mal an irgendwo weiterzukommen, so wie jetzt hier bei diesem Supersprung-Ding hier, wo man wirklich extrem gut seinen Sprung teilen muss, dass man überhaupt dort diese Stange erreicht, dass man da hoch kann. Und das ist aus meiner Meinung nach so aus der Abteilung unnötig schwer. Das kennen wir ja schon von. So, jetzt hat es geklappt. Das kennen wir ja schon von Ori 1, wo ich mich auch gefragt habe bei manchen Stellen, naja, muss das jetzt unbedingt so schwer sein? Kann man es da jetzt nicht ein bisschen locker sehen? Klar, bei so Boss oder Endboss. Ist es klar, da soll man vielleicht auch nicht das gleich beim ersten Mal schaffen. Ne? Also, es wäre natürlich Weltklasse, so ein Teilchen wie jetzt den Inso-Baum in einem Zug gleich zu schaffen, ohne zu sterben. Aber man soll dann schon irgendwann ein Erfolgserlebnis haben. Weil A, kommt man im Spiel ja nicht weiter und in der Story. Und B, auch wenn die Landschaft noch so schön ist und wenn das Spiel noch so schön ist, irgendwann läuft man eben Gefahr, die Nase voll zu haben, ja? Und sagt dann, jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Ah, da oben noch irgendwas? Nee, da, aber da oben könnte es doch weitergehen. Warum komme ich da noch nicht hoch? Oh. Aber da vielleicht auch eine neue Fähigkeit. Herzlich willkommen beim Gameplay Ori rennt irgendwie ziehen und planlos durch die Gegend und weiß nicht, wie sie weiterkommen soll. Also entweder wir brauchen jetzt da oben, wo wir diesen Mega-Supersprung brauchen, dass es da irgendwie weitergeht, oder es gibt auch keine anderen Charaktere mehr, mit denen wir reden können. Bei diesem Orpher, oder wie er da heißt, können wir nur was einkaufen. Ja. Doch, ich denke schon, dass man da weiter muss. Vielleicht da ganz links unten, dass es auch grau ist. Nein, wir müssen da schon in die Richtung. So, und jetzt schön da hoch. Oh, ich frage mich aber wirklich, warum das so schwer gemacht worden ist. Gut, manche werden. Nein! Oh. Also komm. Ja. Gut, für manche ist das bestimmt keine schwere Stelle und sagen so, stellt sich der Ola Red Panda da so jetzt an, ne? Aber ja, reden wir nicht darüber. Wie gesagt, wenn es ja absolut, absolut doof wird, ich kann ja auch bestimmte Stellen dann rausschneiden. Okay, da ist ein Auge. Oh. Ah! Ja, oh, toll. Übrigens, das muss man sich auch merken in so Spielen, bei besonders wichtigen Stellen, also bei so Spielen, wo man da so irgendwie selber Portale machen kann oder selber Fahrstühle oder so, bei besonders wichtigen Stellen ist das Portal oder der Fahrstuhl oder was auch immer nur zeitlich begrenzt verfügbar. Andere unwichtige Stellen werden natürlich grenzenlos. Na, nicht runterfallen, bin ich. Ich glaube, ich muss das Auge da oben jetzt treffen. Das ist dann mal noch Maus.
Yes! Was habt ihr heute noch so vor? Einem ollen Rennpanda zuzugucken, wie er ständig von der Stange fällt. Gut, wenn ich es rausschneide, hört sich das alles gar nicht. Aber manchmal, das ist auch so ein Streitthema. Lässt man Sachen, sich mal bestimmte Dinge rausschneiden? Also, ja, jetzt hat es geklappt. Und jetzt schnell rüber. Schnell, schnell! Nein! Weil sie vielleicht auch nerven können und irgendwie den Zuschauern nicht so Spaß machen. Oder lässt man es unplugged? Ich glaube, das kommt echt auf das Spiel an. Ich bin der Meinung, manche Stellen sollte man unplugged lassen, damit man auch sieht, okay, auch so ein Let's Player ist auch nur ein Mensch und es ist auch nicht alles dermaßen super cool, man kann schießen, wenn man hier kommt. Es ist auch nicht alles dermaßen perfekt. Jetzt muss ich aber treffen. Na komm schon! Seht ihr übrigens, der Pfeil schießt dann dahin, wo der Mauspfeil ihn zeigt. Augenstein, dieser seltsame augenförmige Edelstein würde gut in eine Steinaugenhöhle passen. Aha, ich glaube, das sind diese Augen, die wir einsammeln müssen für diese komische Statue, wo die Augen irgendwie würdig ist, für diese Augen zu gucken, oder wie das Gerümpel da hieß. Ne? So, gibt es da oben noch irgendwas? Eine versteckte Stelle. Gut. Oder ja, wie vor wir stehen geblieben, ob man Games schneidet oder ob man sie unplugged lässt. Gut, wenn es um Streams geht, dann ist es natürlich klar, da ist alles unplugged. Ich habe auch schon Streams erlebt, wo stellenweise sehr wo es auch nicht weitergeht und dann kann es sein, dass man mit einem Streamer dann auch mal so eine Viertel oder eine halbe Stunde aushalten muss und dem dann zugucken muss, wie x-mal. Da kann ich so aufschießen. Nee, ich glaube, ich muss wirklich auf den Stein oder auf die Steinplattform. Und sich diese Brust angucken, wie der Streamer einfach nicht weiterkommt. Ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass ein Streamer abgebrochen hat, weil er nicht weiterkam. Das habe ich noch nie erlebt. Aber ich habe schon den Streams abgebrochen, als ich einfach nicht weiterkam. Und das war bei Ori und auch bei The Whispered World. Apropos Whispered World. ich würde das Spiel gerne. Das habe ich ja nicht zu Ende gespielt, weil wir waren kurz vorm Schluss, also wir waren im letzten Kapitel, da ging es ums Königreich Corona und das ist kein Witz, ja, das Königreich heißt wirklich Corona. Das Spiel ist auch lange vor der Pandemie entstanden und was kann denn Ori da? Wir können schwingen. Und nicht drum rum, da müssen dieses Auge abschießen. Und da war so ein komisches Puzzle und das habe ich einfach nicht zusammenbekommen. Da habe ich in dem Stream gesagt, okay, wir machen das nächste Mal weiter. Und es gab dann kein nächstes Mal mehr. Jetzt ist die Frage, soll ich an der Stelle einfach das Spiel dann zu Ende? Habe ich jetzt getroffen? Ich muss das Auge treffen, ohne dass ich es sehen kann. Das ist ein Ernst. Jetzt, ich habe getroffen. Ja, yes. Und das ist der zweite Augenstein. Jawoll. Was soll ich jetzt sagen? Ja, und dann habe ich es aber nicht fertig gespielt. Jetzt ist die Frage, soll ich an der Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin, bei dem Titel einfach wieder einsteigen? Oder das ganze Spiel einfach nochmal spielen? Also mich würde es schon reizen, einfach nochmal von vorne anzufangen. Jetzt auch mit der neuen Fluffo-Cam. Ich habe ja vorher einen schönen Kasten um mich herum gehabt. Jetzt bin ich ja richtig schön mit Greenscreen hier im Bild. Ich glaube, ich mach The Whispered World nochmal ganz von vorne. Ich würde es echt reizen, das alles komplett durchzuspielen. Einen Rutsch.
Und das dann als richtig schönes, langes Video. Ah, jetzt haben wir die Augen drin. Jetzt machen wir den Mund auf. Ah, wieder weit öffnen. Oh, der Fünfer da hinten, der gefällt mir aber gar nicht. Ah. So, und wir betreten neue Gefilde. Kobolostal. Und wir dürfen mit Quillen reden. Oh, der leuchtende Fremde, von dem meine Kunden so beeindruckt sind. Sag mir, ist es üblich für deine Art, einfach so vom Himmel zu fallen? Ich bin auf meinen Reisen schließlich vielen Kuriositäten begegnet. Oh ja, einige fallen, einige fliegen, einige schleichen, einige schlängeln. Aber alle von ihnen sind Kunden, weißt du? Nur Kunden auf der Suche nach Geistessplittern. So, und da können wir jetzt Splitter ansehen, Verbesserungen ansehen. Und wir haben ordentliche 904 Geisterlichter. Ich glaube, wir können hier ordentlich shoppen gehen. Ah. Ja, wenn ich das immer mache, will ich nochmal über The Whispered World reden. Also, ich will auf jeden Fall Ori hier als Mehrteiler bringen. Also, ich werde Ori auf keinen Fall streamen, Livestream spielen, weil da einfach zu viel schief gehen kann. Ich habe wirklich alles Mögliche versucht mit der Fluffocam. Ori aufzunehmen und zu streamen, und es leckt und es schmackt und es ruckelt und es ist wirklich nicht ansehbar, und auch die Aufnahme ist genauso, dass ich entschlossen habe, vielen Dank für deinen Besuch, ja, dann bitteschön, und wo ist mein Wechselgeld? Da ist was Neues, ist das was Neues? Ah, jetzt können wir ja 4 Geistersplitter aufnehmen, also 4 Fähigkeiten gleichzeitig. Dass ich das auf gar keinen Fall nochmal streamen kann. Es geht nicht nur um die Technik. Ich nehme mal an, weil FaceRig und Ori auch über Steam laufen und vielleicht verträgt sich das nicht, wobei Ori 1 das noch besser ging, aber bei Ori 2 geht es irgendwie gar nicht mehr. Und zum anderen, wie gesagt, bei Ori gibt es manchmal Stellen, da kommt man nicht weiter und kommt man einfach nicht weiter, und es gibt einfach nichts Ermüdenderes und nichts Schlimmeres für Zuschauer, wenn der Fragment einer Lebenszelle. Also das ist nicht nur ein Stampfer, wo man zusammenstampfen kann, sondern auch ein Fahrstuhl. That's very nice. Jawohl. Was soll ich jetzt sagen? Und es gibt nichts Frustrierenderes für Zuschauer, wenn so ein Red Panda einfach nicht weiterkommt beim Spiel. Und deswegen werde ich Ori aufzeichnen. Sind das Frösche, wo die Zunge ausstrecken? Das ist ja lustig. Und ouch. Und werde das dann in hübsche Videos hochkommen. Also man kann ja gleich Storm drüber springen, aber ich befürchte, da muss das. Und das dann schön zusammenschneiden, dass man das auch angucken kann. Gut, da ist noch zu. Das ist lila und da unten ist ein lila Auge. Ich schätze mal, man muss dann auf das lila Auge schießen. Da das doch unter Wasser ist, kommen wir da jetzt noch nicht dran. Aber hier ist jemand, nämlich Moki, unser alter Freund, unsere alte Freundin. Du bist ein Geist, ja? Ich habe deinen Schatten gesehen. Nein, es ist wahr, es gibt einen Ort, wo die Geisterschatten laufen und spielen. Einmal habe ich versucht, mit ihnen um die Wette zu laufen, aber ich bin nicht so schnell. Geisterprüfungen, neues Gerücht. Drücke Tab, um Details zu sehen. Aha, also ist das eine Stelle, wo wir jetzt oder irgendwann mal hin müssen. Und aber das scheint keine Nebenquest zu sein, wo Moki dieser Fangzahn, was Moki da wollte. Es scheint, dass dieses Spiel ist
glaube ich, komplexer wie Ori 1. Es gibt Nebenquests, die scheinbar optional sind. Dann gibt es Hauptquests natürlich, die man machen muss, damit man in der Story weiterkommt. Und dann auch noch sowas. Das ist schon interessant. Ich glaube, da oben geht's weiter. Und ja, was wollte ich sagen? Und Whispered World, Whispered World, können wir den gleich abschießen da? Ah! Nein! Ey, das ist ja wie im Film. Der Rückstoß hat uns einfach umgehauen und runtergehauen. Ey, nee. Und der Speicherpunkt ist da. Ja, so kann es kommen, ne? Gewalt lohnt sich nicht. Ihr habt gesehen, liebe Kinder, der Rückstoß haut einen runter vom Hocker. Ja. So, weil auf der Seite immer die Errungenschaften einblendet, damit man das sehen kann. Ja, und die Whispered World würde ich mir schon zutrauen, dass ich das auch live spiele, beziehungsweise ich überlege noch, soll ich es live spielen oder soll ich alles komplett aufzeichnen? Ich bin noch am überlegen. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, in den Chat reinschreiben, in die Kommentare reinschreiben. Mache ich wirklich denselben Fehler zweimal? Reinschreiben, wollt ihr mal wieder einen Nightstream sehen? Also wenn, dann würde ich einen Nightstream machen, also in der Nacht. Richtig schön, fantasy gemütlich. Und The Whispered World eignet sich da wunderbar dafür. Oder soll ich es einfach komplett aufnehmen und als komplettes Video? Wobei so ein 2, 3 oder so vielleicht sogar 4 Stunden Video würde es ja gut eignen zu streamen. Aber dann kann ich halt nicht auf irgendwelche Chat-Sachen eingehen oder als Videopremiere. Ich überlege noch. Aber wie gesagt, The Whispered World steht ganz oben auf meiner Liste. Aber dann einfach runterfallen lassen. So. Aber dann würde ich, wenn es geht. Schön den Hebel drücken. Der Wasserpegel. Und schön ab nach unten. Wunderbar. Bin hoffentlich gespeichert jetzt. Yes. Aber The Whispered World würde ich entweder als Einteiler, also wirklich komplett, oder auf zwei Teile aufgeteilt. Wozu ist jetzt dazu, dass man weiter von einem überspringen kann oder so? Verstehe ich nicht. Wie es weitergeht. Oh, da hat es sein Maul da aufgemacht. Als ein. Neugierig. So wie ich mein Glück kenne, wird diese Zunge sich von alleine wieder zurückziehen, ne? Hä? Nee? Ich glaube, ich habe ein Auge angeschossen, das noch gar nicht, dass man noch gar nicht anschießen muss. Aber ich glaube, wir müssen nochmal anschießen. Ja, man kann auch nicht runter durchspringen. Errungenschaft, war ich das? War das? Ja, das war ich wirklich. Ich habe jetzt einfach. Es sei denn, durch das Anschießen von dem Auge haben wir irgendwas ausgelöst, wo wir den Gegner getötet haben, weil diese Errungenschaft, die dann eingeblendet wurde. Ja, ich glaube, wir müssen ihn. Ah, gut, wir bleiben wenigstens da an der Stelle leben. Wird eingeblendet, wenn eine bestimmte Anzahl von Gegnern getötet wird. Ja, vielleicht. Ja, keine Ahnung. Wir gehen hier auf jeden Fall weiter. Ja, ich glaube, das soll diese grünen Augen sollen Frösche sein, wo die Zunge rausstrecken und die Augen anschießt. Nette Idee, ja. Was mir besonders gut gefällt, diese Energiekristalle respawnen jetzt. Und zwar instant. Das war auch mal Ori 1. Diese Mücken. Das im Stachel hängen soll, das geschieht ja echt. Das war jetzt sehr unerwartet und sehr überraschend. So, ich glaube. Okay.
vielleicht von der anderen Seite. Ich glaube, man hätte von der anderen Seite und dann irgendwie, aber so. Was ist das? Oh. Oh, ich glaube, ich verstehe. Das ist so eine Art Schalter. Wenn man draufsteht, geht ja das Tor auf. Man muss doch. Also, ich, so wie ich jetzt Ori kenne, muss doch da irgendwo dann ein Felsen sein oder irgendein Gegenstand. Ja, wieder auf einer Bude. Wo man da draufstellen oder drauffallen darf. Ah, da oben. Da oben ist er. So, ja, Felsen. Und dann müssen wir auch diesen Schalter irgendwie draufbringen. Schätze mal. So, ihr seht, der Mauszeiger zeigt nach oben und Ori schießt trotzdem auf den Boden. Toll, also Ori muss hochspringen. Ah, ah. Und die Zunge erledigt den Rest. Hm. Jetzt liegt der Brocken da, aber wir können ja schieben, ziehen. Ori ist ja super stark und es wird erstmal ein bisschen Leben von der grünen Zwiebel. Ich sag einfach Zwiebel, das sollen wahrscheinlich eher Blüten sein oder keine Ahnung. Oder zwiebelförmig ist irgendwie besser. Zwiebel ist auch ein lustiges Wort, oder? Einen auf die Zwiebel zu kriegen. So. Jetzt den Felsbrocken irgendwie darüber bringen auf diese Plattform. Aber wir haben ja den Weg schon versperrt. Aber ich glaube, man kann diese Dinger auch wieder. Also diese Zungenbrücken, oder was das sein soll, das kann man auch wieder irgendwie zurück. Ah, ja. Ah, dann fährt die andere automatisch weiter runter. Interessant. So, und jetzt drücken und schieben. Ah, toll. Mir gefällt es wirklich diese Spielphysik hier. Also, dass sich da alles bewegt und der Stein dann auch umfällt, wenn er auf diese schiefe Ebene kommt. Und alles ist wirklich absolut klasse. Das sind so die Details. Also dieses Spiel ist sehr, sehr detailverliebt und das gefällt mir. So. Ah, nein! Wie kriege ich jetzt den Steinbrocken da hoch? Ah ja, toll. Ich muss ihn wieder hochziehen. Also, liebe Zuschauer, Entschuldigung, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Minuten. Bitte haben Sie vielen Dank für Ihr Verständnis. Wegschieben. Ja, toll. Oh, ich muss mal wieder ins Knie. Ne? Ja, aha, und dann geht es andere so und ach, geschafft. Also ich glaube, das geht auch einfacher und schneller. Aber man will ja seinem Publikum auch was bieten. Es wäre ja langweilig, wenn alles gleich beim ersten Mal klappen würde. Ne? Manche Spiele sind wie Pfannkuchen. Der erste geht fast immer daneben. Tada! Oh ne, schon wieder so eine Mücke. Die sieht man manchmal gar nicht. Und dann greifen sie so an, aber ich habe sie gesehen und trotzdem bin ich in die Falle gegangen. So.
Hey, bleib! Oh. Zieht sich viel zu schnell zurück. Junge, 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 Junge. Hat der Frosch eine Zunge. Werte Zuschauer, die nachfolgenden Sendungen werden sich leider um ein paar Stunden verschieben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Aber Ori arbeitet noch ein bisschen an ihrer Taktik, da hochzukommen. Ja, das Gemeine ist, man muss springen und dann einen Pfeil abschießen, damit man das Froschauge trifft. Und wenn man da oben angekommen ist, wartet gleich mal ein Gegner der einen dann gleich mal runterwirft. Und hier ist kein Speicherpunkt. Haha, das wird jetzt ein Spaß. Weil ich glaube, das wird auch nicht ganz einfach. Jetzt bin ich direkt vor. Ich fühle mich mal ein bisschen, damit wir Orbis sehen können. Ah, jetzt muss man da und... Hä? Ah! Oh nein, ich glaube, ich habe begriffen, wo der Hase da läuft. Also, diese Plattform, diese Zunge, zieht sich zurück, aber man muss in der Zeit die da oben treffen und das, da kommt aber so eine senkrechte Plattform, wo man... Und die trifft man nur, wenn man hochspringt. Ja. Und? Toll, wir starten bei Minuten. Echt? Ja. Das Spieldesign ist wirklich nice. Und komm schon. Ich muss diese Mücken töten, weil ich befürchte, bei dem Versuch, die Froschzungen hier irgendwie zu erklimmen, werden die immer wieder kommen und nerven. Deswegen die müssen weg. Ja. Ihr wisst ja, manche Insekten, die nerven einem nur noch. Wir haben ein Talent, ihn in der Nacht immer direkt am Ohr, oder vor dem Ohr zu summen und zu fliegen. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt so gesagt habe, aber es ist einfach so. So, aber da oben hätten sie schon einen Speicherpunkt setzen können, ja. Oder vielleicht wenigstens die Option, dass man auch selber noch speichern kann. Aber gut, jetzt soll man nicht meckern. Ne? So ein Spiel soll ja auch eine Herausforderung sein. So, ich bitte mich wieder, dass ihr Ori sehen könnt. Weil ihr wollt ja Ori sehen. Und so einen Partner. Ach, warte mal, ich kann mich ja auch selber mal auf die Seite schieben. Das geht auch, ne? Ja, und wieder nicht geschafft. Und wieder das gleiche Spiel. Das gleiche Spiel, neues Spiel, neues Glück. Ja, die üblichen Probleme. Für alle Zuschauer, die nachfolgenden Sendungen werden sich leider um ein paar Tage verschieben. Vielen Dank für das Verständnis. Ich bin mir ganz sicher, einige Zuschauer werden sich jetzt, wenn ich überhaupt Zuschauer habe, werden sich an der Stelle wahrscheinlich kaputt lachen und sagen, was macht denn der da so lange? Das ist doch ganz einfach. Ja. Für die einen ist es einfach, für die anderen ist es das schwerste Spiel der Welt. Wobei ich muss jetzt wirklich sagen, also dass Ori 2, also fairerweise sagen, dass Ori 2 jetzt bis jetzt nicht so krass schwierig ist. Wie jetzt Ori 1. Weil ich das am Anfang auch bei Ori 1 gesagt habe, ich sage, was die wollen. Das ist doch ganz nice, das ist was, wo man gleich. Ja, geschafft und jetzt schön. Und jetzt nicht ins Wasser. Nein! Die nachfolgenden Sendungen werden leider mein Farben und verschwinden. Wir danken für Ihr Verständnis. Sollten Sie doch das Frühlingsfest der Musik angucken wollen, dann kommen Sie wieder auf Videotexttafel 333. Dort können Sie die Sendung kostenlos und mit Rückporto von 250 Euro
kostenlos bei ihrem Lieblingssender Waschbär TV erhalten. Ja, alle Nachfolger, alle zu riesigen Nachfolger, zu Risiken und Nebenwirkungen erschlagen sie ihren Arzt. Was? Abo-Deber. Ach, das ist doch nicht. Schneide ich das dann raus, diesen Quatsch, oder nicht? Ach nein, wir leben ja in Zeiten von bösen Humoren, so dann muss man das auch mal aushalten können. Ja, da hat es auf YouTube schon viel schlimmere Dinge gegeben. Ja. Gedanke Strike wurden oder auch nicht. So, oh, jetzt streng dich mal an. Ja, sonst gibt's keinen Nachtisch. Warum spiele ich jetzt hier nicht hoch? Es hat doch. Ah, man kann auch da drauf. Oh, und es ist ein Speicherpunkt an der Stelle. Ah, weil da der Hebel ist zum Wasser ablassen. Ah, und jetzt? Und jetzt verstehe ich auch, warum diese Stelle so schwierig war. Weil, liebe Leute, hier geht's dann weiter, weil da nämlich das Wasser abgelassen wurde und dann geht's da unten weiter. Ich spanne sie hier schon den nächsten Hebel. Erstmal dann weiter geht's. So, und da sind wir wieder. Ihr seht, es gab jetzt einen Schnittpunkt. Aus verschiedenen Gründen. Vor allem aber aus dem Grund, weil gerade hier diese Stelle extrem schwierig war. Also da habe ich etliche Male was ausprobieren müssen. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, hier geht's nicht weiter oder hier ist irgendwie ein Fakt, dass man irgendwie an der Stelle ist, wo man es nicht mehr rauskommt. Bei mir halt gefehlt, das ist kein Bug. Man kommt hier schon weiter. Ich bin jetzt hier durchgekommen. Das hat leider nicht die Aufnahme geschafft. Die Spielaufnahme geschafft. Da musste man den Hebel drehen. Und dann konnte man da oben hoch. Und das habe ich dann etlichen Malen so dann auch. Geht es jetzt hier an der Stelle weiter, aber es war jetzt nicht Story-relevant, Story-relevantes, sondern einfach nur, dass es hier jetzt dann weitergeht. Also, wenn wir schon an der Stelle waren, schauen wir nach oben. So, Moment, hier an der Stelle, ach, das war da, wo, ach nee, da war Wasser, oder? Wo wir den Felsbogen runtergeworfen haben. Das sieht jetzt irgendwie anders aus. Haben wir da Wasser runtergelassen? Ja, da war Wasser. Da war Wasser. Ja. Und jetzt geht es da, wo Wasser war. Also es sieht so aus, dass ich die Symbolik, glaube ich, aus dem anderen Video schon gesehen. Eine schöne saftige kräftige Energiezelle noch gefunden. Glaube ich, dass hier erstmal die Hauptquest ist, den Wasserstand immer mehr oder den Wasserpegel immer mehr zu senken, dass man an immer mehr Stellen kommt. Und das Hauptziel hier ist erstmal den Wächter des Sumpflandes, also diese Kontrolle aufzunehmen. Und jetzt gucken müssen wir, wo es weitergeht. Also mit diesem Geisterpfeil. Bogen können wir auch können wir verschiedene Dinge einrichten. Also wir können sowohl solche Augen dann aktivieren, also solche Froschzungenaugen aktivieren, als auch Gegner, die wo an einer reinfahren Stellen sich abschießen. So, jetzt scheint es irgendwie da unten weiter zu gehen. Das sind wirklich diese Gegner. Gleichzeitig schnell. Aber unser Rundumschlag ist ja. Und ich falle natürlich ins Wasser. Das war ja klar. Aber unser Rundumschlag ist sehr effektiv.
sind wir jetzt respawn? Waren wir an der Stelle jetzt gerade oder wie weit sind wir jetzt zurückgeworfen worden? Nein, nicht. Ja, und diesen Rundumschlag, das ist auch interessant, kann man die Angriffe der Gegner abwehren. Da oben wartet jemand auf uns. Aber, na, kommen wir an diese Stelle dran? Scheint nicht. Scheint, sollen wir da noch mal hin. Aber ich bin erstaunt, dass man auch in diesem Giftwasser die ganze Zeit lang die Luft anhalten und schwimmen kann. Das ging eigentlich bei uns auch, aber nicht so lange. War wieder eine Errungenschaft. Ah, ich glaube, wenn man diese Anzahl bestimmter Gegner tötet, gibt es jetzt auch Errungenschaftspunkte. Gut, da oben geht es zu diesem. Was sind das? Sind das Marienkäfer oder was? Aber da geht's anscheinend. Ach, das soll man vielleicht auch gar nicht hin. Ich glaube, wir müssen in den sauren Apfel beißen und akzeptieren, dass wir erstmal runter müssen. An irgendwelchen Stacheln, Donnen und gemeinen Gegnern vorbei. Wahrscheinlich um eine neue Fähigkeit. Wenn die Gegner in die Sonne oder ins Wasser fallen, dann sind die auch tot. Das ist okay, da ist eine, da ist wieder eine, da ist wieder was verschlossen, aber da kommen wir noch nicht durch. Irgendwas müssen wir da machen und ich schätze mal, wir müssen einen Hebel finden. In den. Ach, schön in die Sonne rein. Wir müssen da einen Hebel finden. Ah, so geht's auch. Und den aktivieren. Drücke X, um das Drücktest zu aktivieren, damit du gut bist. Oh, das war die Geisterprüfung. Du hast eine Geisterprüfung entsperrt. Finde das Stadtpodest und. Ah, okay. Da müssen wir wahrscheinlich an die Stelle. Ah, da wo vorhin. Das, was wir da vorhin gesehen haben, das ist, da geht es noch nicht weiter. Aber da kann man nichts machen. Da müssen wir jetzt anscheinend. Oh, wir haben einen Gegner. Diesen komischen Käfer. Und ich glaube, weil das Hinterteil so leuchtet, kann man den nur am Hinterteil irgendwie Damage machen. Ja, da kommt er nicht raus. Also anscheinend drüber springen und dann von hinten oder irgendwie. Ja. Nicht sehr auf der Seite, ist anscheinend ein Fähigkeitenbaum oder sowas. Oh, was fliegen da jetzt für Glühwürmchen durchs Bild? Das ist ja schön. Das ist ja wirklich schön. Ja. Geht's hier weiter? Ah ja. Da ist jetzt der Hebel, um diese Barriere da aufzumachen. Und dann schätze ich mal, geht's da weiter. Dann müssen wir jetzt erst wieder da hochkommen. Dürfte aber kein Problem sein. Vorausgesetzt, man hat die Skills drauf, aber die haben wir hier ja, ne? Wir sind ja hier richtige Orifizierungs. Er springt mir weg. Ja, ich will dich doch.
deine Energie abzapfen. Ja? So. Also die Attacke hier gefällt mir richtig gut, dieser Rundumschlag. Die gefällt mir richtig gut. Wobei eigentlich alle Attacken gut. Die Geisterklinge ist auch richtig nice. Aber gehen wir erstmal zu Fähigkeiten auf. Sprint. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke Clear, um in deine Blickrichtung zu sprinten, selbst in der Luft. Ja, also in die Blickrichtung. Da, wo wir hingucken, sprinten wir dann auch hin. Ich schätze mal, dass wir dann notwendig sein, wenn wir irgendwo schneller sein müssen als unsere Gegner. Und ich glaube, da sind solche Stampfdinger. Warum hat es jetzt nicht funktioniert? Ah, gleich nochmal. Das ist jetzt so eine Art Tutorial. Wenn man das geschafft hat, dann geht es wieder weiter. Also schätze ich mal, das ist jetzt meine Theorie. Los, Ori, trau dich. Du kannst das. Du schaffst das, Und wenn nicht, du bist ja schon so oft zusammengestampft worden. Da wird es jetzt auf die paar Mal auch nicht ankommen. Ja, ich hab's doch gedrückt, warum ist es nicht? Da muss man das dann immer wieder zack und zack und vielleicht ein paar Mal drücken. Das sprintet anscheinend nicht in einem Rutsch durch, solange wie man das. Solange man es gedrückt hält, sondern man muss immer wieder drauf drücken. Es geht anscheinend nur eine bestimmte. Die nachfolgenden Sendungen werden sich leider um ein paar Wochen verzögern. Ja, danke für Ihr Verständnis. Hä? Ach, geschafft. Das war ja. Also ich habe es mit Absicht jetzt wirklich ein bisschen doof angestellt. Um es spannender zu machen. Ja. Kennt ihr das auch? Hattet ihr auch solche Lehrer in der Schule, die ständig an der Tafel verschrieben haben und dann gesagt haben, ach, ich habe mit Absicht halt diese Kugel aufgepasst, ja, langziert. Solche Lehrer gibt es ja heutzutage noch. Gibt es überhaupt noch Tafeln und da wird es heute alles mit Beamer und mit irgendwie mit Bildschirm gemacht, keine Ahnung, also Tafeln so richtig mit Kreide und so, ja. So, hier probieren wir mal ein bisschen unseren Sprint, unsere Sprintfähigkeit aus. Übrigens in der Luft anscheinend einen Vorteil hat, große Entfernungen zu überwinden. Und das bedeutet, wir kommen jetzt dann auch an Stellen ran, wo wir vorher nicht angekommen sind. Aber irgendwie habe ich gerade mal wieder Schwierigkeiten. Hier die Basics hinzukriegen, weil ich schätze mal, wir müssen da hoch. Aha, jetzt hat es funktioniert. Oh. Das sieht ja sehr interessant aus. Das sieht so Binzo-baumäßig aus. Das ist nicht drum. Was sind das überhaupt für Pflanzen? Pflanzen, die nur aus Dornen bestehen? Keine Früchte dran, keine Blumen, keine Blätter, nur Dornen. Und ein bisschen eine karge Vegetation. Und man darf nicht vergessen, wenn man sie berührt, ist man instant tot, also scheinen sie vergiftet zu sein. Übrigens zum Thema Spiellogik. Das ist ja in nahezu allen Jump'n'Run-Games so, also zumindest die ich kenne, dass die alleinige Berührung des Gegners schon zum Tod führt. Also da musste ich nicht beißen, da musste ich nicht irgendwie schlagen, sondern man berührt und zack, kriegt man schon entweder ein Damage oder man ist gleich tot. Und das ist ja eigentlich irgendwo unlogisch, ne? Also normalerweise müsste ja in so einem Spiel wie zum Beispiel, wie heißen die alten Jump'n'Run Games, so Sienna Sisters oder Mario oder Antarctic Adventure, müssten ja so sein, dass erstmal man eine abkriegt oder einen Stich oder einen Biss oder sonst etwas, dass man dann Damage kriegt. Aber warum kriegt man Damage, wenn man Gegner nur berührt? Das macht ja gar keinen Sinn. Bei den Donnen hier, ja gut, ich
könnten ja vergiftet sein. Wasser ist noch am ist noch am realistischsten, weil wenn man zu lange im Wasser ist, kann man ja ersticken, also ertrinken. Oder wenn es vergiftet ist, kann man ja dann auch sterben. Aber warum stirbt man, wenn man zum Beispiel so ein Gegner einfach nur berührt? So, auch an dieser Stelle wieder gut. Ich habe hier ein bisschen zu viel herumgeführt, um die Stelle herauszufinden, dass man ganz da oben nicht erwartet hat, dass es eine mega schwere Stelle da überhaupt hochzukommen. Aber da oben erwartet einem auch nichts, also wirklich nichts. Das ist irgendwie eine sinnlose Sackgasse. Also da jetzt, da oben, da wo über meinem Kopf diese Liane hängt. Deswegen machen wir jetzt einen Sprung, weil einen kleinen Schnitt, um dann zu zeigen, wie es weitergeht, weil da geht es nicht weiter. Aber ich zeige dir nochmal Boris Artistenkünste. Und es geht dann gleich weiter. Und da sind wir wieder. Das ist der Speicherpunkt. Und wir müssen auf der linken Seite weiter. Weil im Eifer des Gefechts habe ich komplett vergessen, dass es ja ein weiterer potenzieller Gesprächspartner oder Handelspartner oder was auch immer gibt, der aussieht wie ein Marienkäfer. Du bist schon an einer Stelle, wo man einen tollen Team braucht. Aber jetzt kommt er mit einer neuen Fähigkeit dahin. Und da habe ich im Eifer des Gefechts einfach gar nicht mehr dran gedacht. Da habe ich ein bisschen daran gedacht. Gut, es wären da gewesen zum Einsammeln. Aber das war jetzt wirklich ein bisschen übertrieben. Dafür, dass es ein paar geisterliche sind, wird eben schwer dahin zu kommen. Und wir sehen auch mit der neuen Fähigkeit, kommen wir auch auf dem Rückweg dann wieder besser hin, weil diese Stelle hätten wir jetzt dann nicht erreicht, wenn wir diese Sprung nicht hätten. Ich muss den Gegner erstmal töten, damit ich da überhaupt drüber springen kann. Mach doch so. Jetzt passt auf, seht ihr? Zack. Und dann kommt man da. Also darüber geht es nicht mal hin. Ich werde es nicht mal mit dem Doppelsprung gehen. Aber mit der Springfunktion. Ah, und ich springe natürlich Dom rein. Geht das dann viel besser. Ich hätte jetzt fast gesagt, damit geht es wunderbar, aber wunderbar wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Und perfekt ist sowieso nichts. Nee, es geht besser. Ja. Jetzt an die Stelle ran. Aber der Gegner da. Ne, wir können nicht abschießen mit der Stange. Halben. Und verzichten wir lieber auf das Geisterlicht. Natürlich ein Gegner. Da ist jetzt natürlich ein Gegner, das ist klar. Und wir haben nur noch einen Lebenspunkt. Ja, das ist natürlich alles Absicht. Ja, immer dieses All-Try und One-Try und wie das der ganze Blempel heißt. Wir machen es richtig spannend, aber nicht der Zufall so wild war zum Speicherpunkt. Und wir lassen uns ein paar Mal treffen. So, du wirst jetzt bestraft. Ja. Frisur ruiniert hast. Ja. So, deine Lebensenergie hole ich mir jetzt auch noch. Habe ich mir verdient. Ich will jetzt endlich zu diesem netten jungen Mann da oben. Na? Na? Was war jetzt das? Ah, falsche Taste gedrückt.
Ich will doch bloß darüber springen mit der Sprintfunktion. Und siehe da, es funktioniert. Und wir sind bei Lupo. Nanusch. Hallöchen, willkommen im Quolloxtal. Oh, und die Quollock? Hier sind wir nun im Revier des großen Quollock, Wächter des Südlands. Oh nein. Ja, dank seiner Fürsorge haben sich die Dinge hier verändert. Möchtest du eine Karte des Wohnsitzes der großen Kröte für 50 Geisterlichter erwerben? Ja, natürlich wollen wir die unverbindlichsten Dank. Eine Karte nehmen wir immer. Und jetzt wird auch der Weg sichtbar zu dem großen Fragezeichen zum Quollock. Oh, guten Quollock. Wo einige Dinge haben sich verändert, nicht einmal der große, ne? Das Gestrüpp zum Beispiel war früher nicht so viel. Oder die Mücken und Schlauchschnecken. Ja. Also die Gegner, die mit denen wir bisher begegnet sind, haben anscheinend immer das hier mit zu tun. So, dann machen wir an der Stelle mal einen Cut. Ja? So. Dann, es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Das nächste Mal geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei Ori and the Will of the Wisps. Bleibt gesund, bleibt neugierig und tschüss.